Wenn es draußen weiß vom Schnee ist, liegt ein Duft in der Luft, der jedem wohl bekannt ist, wenn die Weihnachtsheimlichkeit ruft. Sally backt, Sally backt, Sally backt in der Weihnachtszeit. Sally backt, Sally backt, wenn Sally backt, wird's gut. Hallo, herzlich willkommen zu Sallys Welt. Heute habe ich ein richtig tolles Rezept für euch, also wie immer, aber heute richtig cool. Ja, diesmal aber richtig toll. Diesmal aber richtig toll. Letztes Mal war nur toll. Ja, jetzt ist es richtig toll. Ja. Ja. Diesmal habe ich eine Biskuitrolle für euch, eine Schokoladenbiskuitrolle mit einem Schokoladenmantel. Und der Schokomantel ist so ein bisschen besprüht mit Glanzpulver und es sieht richtig cool aus, finde ich. Findest du auch? Ja, das ist ein richtig cooler Eyecatcher. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das anschneide, aber ich finde es jetzt einfach schon mal richtig cool. Und innen drin habe ich einen Orange Curd, also eine Orangencreme statt Lemon Curd und eine Vanillecreme mit Frischkäse. Richtig lecker. Ich zeige euch jetzt zuerst einmal die Zutaten für den Biskuit, denn damit geht's los. Für die Biskuitmasse brauche ich 4 Eiweiß, eine Prise Salz, 4 Eigelb, etwas Vanilleextrakt, 120 Gramm Zucker, einen heißen Espresso, 75 Gramm Mehl, 50 Gramm Stärke und 25 Gramm Kakaopulver. Für den Biskuit nehme ich jetzt das Eiweiß und gebe es in eine saubere und fettfreie Schüssel und schlage es gemeinsam mit dem Salz steif. Jetzt rühre ich noch die Hälfte des Zuckers ein, damit der Eischnee nicht flockt, und lasse den Eischnee dann noch mal eine Minute weiter rühren. Der Eischnee ist jetzt fest, den stelle ich kurz zur Seite. Und jetzt kann ich in einer separaten Schüssel das Eigelb gemeinsam mit dem Vanilleextrakt, dem restlichen Zucker und dem Espresso für etwa 4 bis 5 Minuten cremig verrühren. So sieht jetzt die Eigelbmasse aus, richtig schön voluminös. Und da kann ich jetzt die trockenen Zutaten zufügen, die werden aber vorher gesiebt. Hier seht ihr auch, warum ich das siebe, denn im Mehl oder auch im Kakaopulver und in der Stärke können oft Klümpchen sein und die bekommt man dann nur ganz schwer wieder raus. Jetzt kann ich das Ganze hier unterheben und dann noch den Eischnee unterziehen. Jetzt fülle ich die Biskuitmasse hier in meinen vorbereiteten Backrahmen ein und verstreiche sie auch gut. Und so kommt jetzt die Biskuitplatte in den vorgeheizten Backofen bei 210 Grad Ober- und Unterhitze und da braucht sie etwa 8 bis 10 Minuten. Nach dem Backen löse ich sofort die Biskuitplatte mit einem Backformmesser vom Backrahmen. Dann ziehe ich die Biskuitplatte vom Backblech herunter und lege einen Tortenretter drunter. Bevor ich jetzt ein sauberes Geschirrtuch drüber lege, bestreue ich die Biskuitplatte mit etwas Zucker, damit das Geschirrtuch nicht klebt. Jetzt kann ich mit Hilfe von einem zweiten Tortenretter die Biskuitplatte wenden, die Dauerbackfolie abziehen und mit Hilfe des Geschirrtuchs einfach die Biskuitrolle aufrollen und so abkühlen lassen. Die Biskuitrolle ist jetzt abgekühlt, jetzt ist die Füllung an der Reihe. Ich werde eine Vanillecreme machen und darin noch ein Orange Curd verstecken. Ihr kennt wahrscheinlich alle schon das Lemon Curd, also die richtig leckere Zitronencreme. Und das könnt ihr im Prinzip mit Limetten machen, mit Orangen oder auch mit Blaubeeren und Brombeeren. Ist alles super lecker. Ich mache ein Orange Curd und gebe da noch ein paar Zimtblüten mit rein. Für das Orange Curd brauche ich eine unbehandelte Orange. Davon nehme ich 100 ml Saft und auch die Schale, 2 Eier, 50 Gramm Zucker. Hier habe ich noch 3 Zimtblüten drinnen, 1/4 Teelöffel Stärke und 30 Gramm Butter. Und für die Creme 200 Gramm Frischkäse in Doppelrahmstufe, 400 Gramm Sahne, etwas Puderzucker, hier habe ich jetzt etwa 50 Gramm, Vanilleextrakt und Sanapart. Zuerst nehme ich jetzt die Orange, die habe ich bereits abgewaschen. Und da nehme ich jetzt die Schale, also den orangenen Part. Jetzt nehme ich 100 ml Orangensaft. Da gebe ich jetzt die Eier mit dazu. Dann auch den Zucker und die Zimtblüten. Wenn ihr keine Zimtblüten findet, dann könnt ihr auch Zimtpulver nehmen oder 1/4 Zimtstange. Aber Zimtblüten, die riechen schon nochmal anders als Zimt. Also ein bisschen feiner, finde ich. Und die passen hier auch jetzt wunderbar rein.
Und die habe ich jetzt im Ganzen mit reingegeben, lasse sie mitkochen und entferne sie später dann einfach. Dann noch ein bisschen Stärke. Und jetzt kann ich die Mischung bei mittelhoher Hitze einfach so lange erwärmen, bis sie eindickt. Und dann lasse ich sie einmal ganz kurz aufkochen. Nach dem Aufkochen kommt jetzt hier noch die Butter mit dazu. Und die löst sich jetzt in der warmen Masse auf. Den Herd habe ich jetzt schon abgestellt und kann das jetzt hier einfach kurz schmelzen lassen. Und gleich streiche ich das noch durch ein Sieb. So werden zum einen die Bröckchen vielleicht vom Ei entfernt und natürlich auch die Zimtblüten. Während das hier noch steht, kann ich auf dieser Seite schon mal die Sahne steif schlagen. Dafür nehme ich jetzt einfach 4 Teelöffel Sanapart. Und 100 Gramm von der Sahne werde ich gleich weglegen. Die brauche ich nämlich für die Deko. Die Sahne ist steif geschlagen, jetzt nehme ich den Frischkäse, den gebe ich jetzt in eine separate Schüssel. Da nochmal 2 Teelöffel Sanapart mit dazu, dann den Puderzucker und etwas Vanilleextrakt. Jetzt kann ich die Masse auch verrühren und 300 Gramm Sahne unterheben. Ich stelle die Vanillecreme jetzt noch in den Kühlschrank. Das Orange Curd muss jetzt auch komplett abkühlen. Das hätte man am besten gleich machen sollen, wenn der Biscuit aus dem Ofen kommt. Aber da habe ich vorher nicht dran gedacht. Ist nicht schlimm. Ich lasse das jetzt auch eben beides kurz abkühlen und dann kann ich die Biscuitrolle füllen. Jetzt habe ich die Biscuitrolle ganz vorsichtig auseinandergerollt. Da kommt jetzt die Frischkäsecreme rein und darauf dann das Orange Curd. Hier am Rand nehme ich immer gerne eine Teigkarte. Dann kann ich nämlich bis zum Rand streichen, ohne dass was dabei rausguckt. Wer möchte, könnte jetzt hier noch ein paar Mandarinen spalten oder auch Mangowürfel mit reingeben. Und ich mache es immer so, dass ich das untere Drittel oder Viertel ein bisschen freilasse, damit einfach nichts rausquillt. Hier kann ich jetzt mit dem Geschirrtuch zusammen ganz vorsichtig die Rolle aufrollen. Und dann lasse ich sie nochmal eingepackt. Guck mal, jetzt läuft es ein bisschen raus, aber das ist jetzt nicht schlimm. Das machen wir jetzt so. Sieht es keiner? Machen wir zu. Und jetzt kommt die Biscuitrolle nochmal für etwa eine Stunde bis zwei in den Kühlschrank, damit sie schön fest wird und der Anschnitt ganz toll wird. In der Zwischenzeit werde ich schon mal eine Schokoladenplatte zubereiten. Die brauche ich nämlich für die Deko. Die Biscuitrolle wird jetzt noch mit einem Schokomantel ummantelt sozusagen. Hier habe ich jetzt bereits 200 Gramm Zartbitterkuvertüre geschmolzen und zwar mit der Impfmethode, damit ich später keinen Grauschleier bekomme. Ich habe die Schokolade fein gehackt und dann 2 Drittel davon über einem warmen, aber nicht kochenden Wasserbad geschmolzen. Und sobald die geschmolzen ist, könnt ihr sie runterziehen vom Wasserbad, das restliche Drittel einrühren und eben so lange rühren, bis sie komplett geschmolzen ist. Jetzt hat die Kuvertüre nämlich die perfekte Verarbeitungstemperatur. Jetzt gieße ich sie hier auf ein Backpapier. Das habe ich bereits auf einen Tortenretter gesetzt. Backfolie würde natürlich auch gehen, aber die sind gerade alle belegt bei mir. Habe ein paar Plätzchen gebacken mit Samira. Jetzt nehme ich eine ganz große Palette. Ihr könnt auch ein Messer nehmen und das Ganze schön verteilen zu einer großen Platte. So gefällt mir die Platte jetzt ganz gut und wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt noch ein bisschen Gold- oder Kupferspray nehmen, das sind Lebensmittelfarbpulver, und so ein bisschen was drüber geben, nur so einen Hauch, nur teilweise, da bekommt man ein bisschen Schimmer mit rein. Die Platte stelle ich jetzt so in den Kühlschrank, damit sie fest werden kann. Und im Prinzip haben wir es dann gleich schon geschafft. Die Biscuitplatte bestreiche ich jetzt mit der übrigen Sahne. Die hatte ich ja vorhin weggelegt. Jetzt kann ich die Schokoplatte brechen. Jetzt habe ich Handschuhe an, damit ich einfach keine Fingerabdrücke hinterlasse. Jetzt könnt ihr sie so brechen, wie ihr möchtet.
Und diese Streifen lege ich jetzt auf die Biskuitrolle. Also ich weiß jetzt wirklich nicht so ganz, wie ich es anschneiden soll. Ich habe erst gedacht, so ein Zackenmesser, aber das geht wahrscheinlich nicht. Mach doch das Messer 300 Grad heiß und schneid durch. Jetzt könnte ich mit dem Bunsenbrenner, aber dann schmilzt ja die Schokolade. Ich probiere es jetzt einfach, okay? Ich habe übrigens die ganze Zeit die Schokolade probiert und dauernd das genascht. Die Schokolade ist ja schon so lecker. Die war gut. Geht's? Ja. Kann es das sein, dass wir nicht die besten Messer haben oder ist das Messer in Ordnung? Das Messer ist okay. Das ist halt so ein Teig, gell? So anschneiden, immer, das ist auch immer so ein Problem ja, beim Tieftoppen. Halt, wenn du da eine Torte hast, die so aussieht. Aber du hast es gerade cool hingekriegt. Ja, ich habe einfach jetzt geschnitten. Aber mit einem 300 Grad heißen Messer wäre das toller besser gewesen. Also wenn man es heiß macht, hat man halt den Vorteil, also dann geht es gut durch, aber dann schmilzt und dann schmiert es halt ein bisschen. Aber ich finde es jetzt eigentlich so ganz gut. Orange Curd hast du noch nie gemacht, kann es sein? Ja, nicht auf dem Kanal. Privat okay. Schon öfter. Also guck mal hin. Hier. Oh, die ist dreckig. Die kam dreckig aus der Spülmaschine. Hast du eine dreckige Gabel geholt? Ja, das passiert. Okay. Du hast die Spülmaschine ausgeräumt. Ja, ich mache immer das Sparprogramm. Ach so. Ja. Okay. Ups. Das Sparprogramm. Und? Hast du jetzt gerade nur die Schokolade mit der Creme probiert? Ja. Und jetzt noch Teig. Und? Ganz ungewohnt, weil ich habe das Lemon Curd erwartet, ist aber Orange Curd. Orange Curd. Kann man nicht Orangen Curd sagen? Ja, Orangencreme. Ja, Orangencreme, so ehrlich. Orangencreme. Schmeckt es dir? Mhm. Und ich habe vorhin noch gesagt, man könnte auch noch Mangostücke reinmachen oder Mandarinen, noch Frucht reinbringen, wie man möchte. Nee, echt super. Und wenn jemand keine dunkle Schokolade mag, kann man ja auch weiße Kuvertüre nehmen. Wollte ich gerade sagen. Weiße Schokolade oder man kann auch orangen Stücke reinmachen. Hast du schon gesagt? Ja, halt. Gerade eben. Ehrlich. Aber du hörst mir nie zu. Super. Schmeckt's gut? Das nicht, freut mich. Nicht zu süß, wegen der Säure von den Orangen. Haben Orangensäure, ich weiß es nicht. Ja. Orangensäure. Ja. Egal. Ja, sehr gut. Mhm. Ich finde es auch gut. Ich habe nämlich vorhin auch schon ein bisschen von der Creme und allem genascht. Und falls ihr das Rezept auch gerne ausprobieren und kosten möchtet, schaut auf meinem Blog vorbei auf sallys-blog.de. Da steht nochmal alles ganz genau. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss, macht's gut. Was war denn das jetzt? Tschüss. Ja. Tschüss. Könnt ihr auch mal so machen. Irgendwie schmeckt es auch nach Lebkuchen. Es schmeckt nach komisch irgendwie. Zimtblüten, Murat, Zimtblüten. Zimtblüten sind das? Habe ich gerade geschält? Ach so. Ja, ich habe geschält. Okay. Tschüss. Tschüss. Boah, die Creme ist der Wahnsinn, ehrlich. Ich bin überdreht, wenn ich müde bin. Ja. Tschüss. Deine Augen werden ganz schwer und die Augenlider fallen zu. Du lässt deinen Augen nach, die Augen werden immer schwerer und immer... jetzt mach wieder auf! Warum schreist du Thomas so an? Ah, das wusste ich. Ich habe mich voll erschreckt. Okay. Geht's, Tom? Er schläft gerade schon. Nee. Ich habe gerade einen Schlaf aufgemacht. Heute Nacht nicht mehr durch. Sally hat gesagt, mach auf. Okay, weiter geht's. Ich brauche erstmal ein Wasser zur Beruhigung.